So, willkommen zum 20. Türchen im Bier Adventskalender. Die 20 haben wir heute hier unten. Einmal den Finger rein, einmal das Türchen auf, einmal das Bierchen raus und den Botsch runter. Heute haben wir hier ein Goldochsen Ulmer Hell. Guckt euch das mal an. Der Goldochse Ulmer Hell ist aber gar nicht golden, ist nämlich blau. Auch wenn wir uns das Etikett hier angucken, seht ihr das? Das alles, was hier blau ist, hätte doch Gold sein müssen, dass das ein richtiger Goldochse ist. Sieht auf jeden Fall sehr, wie heißt das? Altmodisch, nicht altmodisch. Das ist oldschool, das ist retro, genau, retro, jetzt habe ich's. Retro-Look. Ulms flüssiges Gold schmeckt seit 1597. Wir gucken uns das mal wieder von meiner Seite aus an, wie das aussieht. Hier seht ihr wieder mal den Kronkorken. Goldochsen Ulmer Hell. Den kann man wenigstens schön erkennen. Nicht wie die anderen immer, die dann immer so ultra blenden. Hier seht ihr das. Ulmer Hell. Goldochsen. Ulms flüssiges Gold. Sieht auf jeden Fall interessant aus, aber weiß ich nicht. Etwas trist auf jeden Fall. Ich mag es ja, wenn es nicht so überladen ist. 4,9 hat das Ganze. Ich mag es ja, wenn es nicht so überladen ist, wenn es eher schlicht wirkt, wie das mit dem Landgang, mit diesem grünen Etikett und diesem Piraten da drauf oder diesem Biker, diesem brutalen Typ, aber das sieht halt ein bisschen deprimierend aus, diese Farbe, dieses Blaue. Ich meine, wenn ihr das so seht, ist das ja eigentlich cool, aber ich weiß nicht, mir fehlt da trotzdem irgendwas. Ist ein Retro-Design natürlich, kann man so mal mitnehmen. Brauerei Goldochsen Ulm würde ich geben. Was gebt man da? Was würdet ihr auf jeden Fall geben von 5 Punkten? 5 ist das Beste und wir geben mal eine 3. Wir geben einfach eine 3, weil 5 ist richtig heftig, 4 ist nicht ganz so heftig, 3 ist eher so Durchschnitt. Also es geht auf jeden Fall schlechter, es hätte noch deprimierender wirken können, es hätte aber auch besser wirken können. Wäre es überladen, wäre es schlechter. Wir geben einfach durchschnittlich die 3 auf den Goldochsen. Jetzt kommen wir wieder zu Farbe und... Was habe ich denn jetzt gemacht? Kommen wir zu Farbe und Schaum. Was ich jedes Mal falsch mache, ich klopfe hier immer drauf, ich flupp das immer weg, ne? Und dann warte ich immer eine Stunde, bis das alles rausschäumt und mir hier hinknallt. Ich könnte doch direkt in das Bier-Tasting-Glas einfüllen, sobald der Deckel weg ist, das Glas nehmen und schon mal reinschenken, damit mir nichts in die Fresse fliegt, damit nichts auf den Tisch geht. So hätte ich mir jetzt 20 Tischdecken gespart. Wir nehmen uns also das Bier-Tasting-Glas zur Hand für die Verkostung, öffnen den Goldochsen, gucken mal, ob der heute auch wieder hinterm Schrank landet. Der gestern, den habe ich nicht mehr gefunden, der ist auf den Schrank geflogen und dann hinten runtergerutscht, als ich in die Nähe des Schranks kam. Der hat also gewartet und ist dann vor Angst runtergeschreckt. So. Toll, das war ja gar nichts. Da war doch gar kein Druck dahinter, da kommt auch nichts rausgeschossen. Dafür ist es genau hier auf dem Karton gelandet. Sieht auf jeden Fall gut aus. Kann ich also theoretisch zack hier aufheben und habe den gleich wieder am Mann. Lege ich natürlich auf meinen Tisch. Da kommt nichts rausgeschossen, das hat nicht geknallt. Hoffentlich ist da Kohlensäure überhaupt drin. Sehen wir uns jetzt an. Wir schenken es aber erstmal ein. Wieder schön hier das Etikett ins Bild halten. Glas schräg halten natürlich. Dann müsstet ihr das Glas eigentlich schwenken, um eine schöne Schaumkrone zu erzeugen. Aber ich habe ja keine Ahnung davon. Deswegen schenke ich immer so ein, dass es reinpasst und gar kein Schaum da ist. Jetzt könnten wir im Prinzip den Rest schön von oben in der Hoffnung noch ein bisschen Schaum zu erzeugen. Ja gut, ist das ein gutes Zeichen? Wenigstens scheint nicht so übertrieben viel Kohlensäure drin zu sein, dass euch der ganze Mund abfällt. Hat wieder mal eine sehr helle Note. Das eine sah ja aus wie eine Fanta, wie eine abgestandene Fanta. Das sieht sehr klar aus, aber sehr hell und klar. Die Farbe ist eigentlich schön. Ist nicht so goldig, ist nicht so bronzefarben. Sieht trotzdem schön aus für eine Bierfarbe, Schaum. Wie will man immer Schaum bewerten? Ich glaube, das liegt trotzdem einfach am Einschenken. Wir geben trotzdem mal eine 3. Das andere haben wir auch mal eine 2 gemacht, als das wirklich so trüb aussah und da was drin rumgeschwommen ist und man kaum durchgeblickt hat. Aber das hat eine schön klare Note von der Farbe her auf jeden Fall. Geruch, ganz wichtig, Geruch. Und ihr seht, meine Nase ist ja immer noch kaputt vom Adi. Riecht auf jeden Fall ein bisschen süßlich, hat aber einen schönen bierigen Geruch. Also riecht sehr angenehm, würde ich sagen. Ich glaube, ich weiß nicht, ich könnte es jetzt gar nicht vergleichen. Ich glaube, das ist der beste Geruch, den ich bisher hatte. Hatten wir schon mal 5 bei Geruch. Einmal haben wir schon 5 Punkte bei Geruch, ne, zweimal sogar, beim Doppelbock und beim Ziegenbock. Da würde ich jetzt auch 5 Punkte bei Geruch geben. Das riecht nämlich richtig genial und ich hoffe, das schmeckt so, wie es riecht. Dann kann das hier immer noch 16 Punkte erreichen. Jetzt kommen wir aber zum Geschmack, ne? Das Goldochsen Ulmer Hell im Geschmack. Kennt ihr das? Schreibt es in die Kommentare. Wir lernen es jetzt kennen. Boah. Ja, das erinnert mich an was war das? An das Hohenthanner Tannenhell erinnert mich das. Da habe ich eine 4 gegeben bei Geschmack. Habe ich aber nur eine 3 bei Geruch gegeben. Also das ist ein helles, das Tannenbarer war ein helles. Das ist, schmeckt eigentlich wirklich. Wenn ihr mir die beiden hinstellt, ich würde den Unterschied wahrscheinlich gar nicht erkennen. Schmeckt auf jeden Fall anders als die anderen. Schmeckt aber gut. Beim Hohenthanner habe ich auch gesagt, kann man gut trinken. Das fließt gut rein. Das hat einen erträglichen Nachgeschmack, das ist nicht bitter, das ist nicht säuerlich, das ist nicht so herb, das ist aber auch nicht fruchtig, das hat einfach eine normale, angenehme Biernote im Abgang. Na gut, jetzt hat es irgendwie anders geschmeckt als beim ersten Mal, aber egal. Ich bleibe dabei, man kann es gut trinken, es hat keinen unangenehmen Nachgeschmack, das schmeckt trotzdem eigentlich gut, aber nicht 5 Punkte wie beim Tannenhell, weil es so ähnlich ist, hier auch nur 4 Punkte an der Stelle. Mir fehlt da trotzdem noch irgendwas Kräftiges, dass das entweder vorne oder danach irgendwo so richtig boom und dann eben als Allrounder durchgeht. Das ist mir ein bisschen zu soft, aber man kann es gut trinken, deswegen trotzdem 4 Punkte, nochmal Beigeschmack. So kommen wir statt 16 natürlich auf 15 Punkte. 15 Punkte haben wir ja schon öfters vergeben. Ich glaube, die allerbesten und allerersten Biere hatten immer 15 Punkte. Danach ging es immer bergab, bergab, bergab. Dann haben wir plötzlich bei 17, 19, 16 angefangen, durchgestartet. Ist also ein relativ gutes Bier, bewegt sich schön im Mittelmaß, könnt ihr euch ruhig mal gönnen. Goldochsen Ulmer Hell kann man trinken, Etikett Retro, also wer das mag, kann man sich natürlich trotzdem hinstellen. Ist nicht so überladen, nicht so viel Schnickschnack drauf, da geht's Ulms flüssiges Gold einfach nur um das Bier und dass man das trinken kann. Und obwohl ich die Kohlensäure gar nicht gemerkt habe, muss ich schon immer zu hier aufstoßen. Deswegen trinke ich das noch leer. Wir sehen uns dann morgen wieder beim Türchen Nummer 21. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut, euer Ramses.